Es freut mich, dass wir uns auf diese Art und Weise treffen. Ich heiße Sabrina Fox und schreibe seit 30 Jahren Bücher zum spirituellen Wachstum und schreibe immer mal wieder auch über Channeling. Wenn jemand channelt, dann verlässt er seinen Körper, überlässt ihn jemand anderen. Das heißt, du musst in der Lage sein, dich wirklich völlig zurückzuziehen. Und in der Regel passiert das zwischen Wesen, die vor diesem Leben schon miteinander etwas vereinbart haben. Es erfordert einfach eine gewisse Aufmerksamkeit, weil ich glaube, es gibt wunderbare Menschen, die channeln, die es auch gut können, die auch wirklich ehrenhaft damit umgehen. Aber es gibt genauso auch Leute, die das nicht tun. Und wenn wir besonders sensibel sind, wenn wir besonders schutzbedürftig sind, dann hören wir manchmal auf Leute, weil die sowas so bestimmt sagen, man muss jetzt das so und so machen. Man ist einfach froh, dass man jemand folgen kann. Und das ist nicht die Idee. Das, was ich sehr schätze an dieser Art der Wissensvermittlung, ist, dass ich einen weiteren Blick bekomme für das, was zur Verfügung steht. Und dass ich glaube, wir alle irgendwann mal lernen werden, dass wir alle mehr Seele sind als Verstand. Und der Verstand muss sich hinter der Seele einordnen. Das dauert eine Weile. Also mein Verstand hat ein bisschen gebraucht, bis er verstanden hat, wo er hingehört. Also das ist erstmal Seele, Körper, Verstand. Und da muss er sich einordnen. Und jetzt frage dich, welcher Körperteil braucht gerade besondere Aufmerksamkeit? Und dann frage dich,